Jo. So, da mache ich jetzt mal nicht so viele. Wird trotzdem noch eine kleine Ewigkeit dran hängen. Aber dann. Achso, ja, Steuerung Schiff. Damit könnte man vielleicht auch alles wegmachen. Also, hm? Chief, let's expand our research capabilities. Yes, we could build a dedicated research center to boost our research and development teams. Conducting research can greatly improve our operations and provide a valuable experience. Ja, also wir können die Gebäude upgraden, das sollen wir auch tun. Das ist irgendwie sinnlos, meiner Meinung nach. Habe ich nie benötigt. So, hier kann man sehen, man kann 4 Waren hinschicken mit 20 Fracht, aber die kosten dann jetzt auch 100, um die irgendwo hinzuschicken. Oh, hier kann man sehen, da haben wir Mineralien. Und also Medium und Small haben wir gefunden. Unsere Miner. Das finde ich ja lustig, dass sie endlich mal was schaffen hier. Achso, die kann man nur so direkt verschicken. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich dachte, die könnte man auch im hier Dingsbums auf der in der Kolonie verkaufen. Aber wohl nicht. Oh, tada. Ups. So, ihr steht auch. Mache ich jetzt mal nicht so viele. Jetzt zum Unterstützen ist das nur noch. Wir kriegen jetzt langsam die Gebäude, wo deutlich wertvollere Sachen rauskommen. Da brauchen wir davon nicht mehr so viel. Ein bisschen was davon müssen wir halt liegen lassen. Müssen nicht unbedingt, aber lassen wir mal liegen für die Produktion. Falls wir dann doch mal irgendwas produzieren. Was haben wir denn jetzt? Hydroponics haben wir mehr als genug. Säft, ne? Achso, da war es ja. Säft. Wir brauchen mal mehr Säft. Gleich mal 4 hin, obwohl nicht so viel brauchen wir nicht, denn wir marschieren stramm auf das Nuclear Power Plant hin. Gut, dass wir es schon bauen können. Kann man den Bau abbrechen? Gut, Ressourcen bekommt man nicht wieder, ist aber auch egal. Und niemand putzt den Boden. So, 22%. Ich hätte ganz gerne nämlich noch eins. Ach, das geht ja nicht. Es sieht so aus, als könnte man hier bauen, aber nein, hier ist irgendwo Ende. Ende im Gelände. Auch hier, ich baue nicht, um den Strom zu haben, sondern ich baue, um da drin Sachen herzustellen, die uns mehr und schneller Geld bringen. So, so geht nicht. Achso, wir haben die 100 nicht dafür. Oh nein. Oh weh. So, jetzt haben wir sie. Dann können wir auch die Erze verkaufen. Schön, dass es noch drin ist. Dann gucken wir mal. Raketchen. Ups. Entschuldigung. And lift off. Yeah. Kerbal Space Program. Naja, fast. Tschüss. Ups. Interessant finde ich auch die Kante hier. Warum die wohl da ist. Ja, mal wieder eine Runde verhökern gehen. Das scheint mir inzwischen die Hauptbeschäftigung im Spiel zu sein. So, Ressourcen haben wir reichlich. Noch ein neuer Powerplant machen wir nicht. Mining Station kommt dann demnächst auch mal. Uha.
Die braucht Säft. Die braucht ja Säft. 17, genau. Bei 17 wollt ihr was nachgucken, ne? Braucht Forschung. Magnesium. Magnesiumforschung. Wo machen wir die denn? Wahrscheinlich in der Mining Station oder so. Behaupte ich einfach mal. Nichts ahnend. Da ist noch was in Gang. Da haben wir keine Vorhorschung. Da ist nichts. Bei dem Kram weiß ich jetzt auch nichts. Da auch nichts. Ja. Vielleicht im Powerplant. Also Nuklearplant. Gucken wir. Warten wir einfach mal ab, bis sie fertig ist. Dann schauen wir. Ja, ich bin mit unserer Technik wirklich ein bisschen unzufrieden. Also bei der Menge, die wir haben, sollte hier eigentlich gar nichts so ein Symbol bekommen. Ja, hier gibt es keine Forschung, aber... Oh, Lager ist voll. Oh nein, was tun wir nur? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So. Europium 180, 120, 150, 100, Kobalt, Palladium 85, 40 und Iridium 85, 45. 10, 10, 10. Dann stellen wir davon mal ein bisschen mehr her. Du bist auch fertig. 10, 10, 10 und davon ein bisschen mehr her. Oh, dankeschön. Ja, Energie haben wir jetzt reichlich. Mehr als genug. Storage. Mit Storage haben wir ein kleines Problem. Das räumen wir mal eben aus der Welt. Schon wieder in der falschen. Langsam sollte ich ja wissen, wo er ist, ne? So. Nein, ich übertreibe das nicht. Die brauche ich wirklich. So. Nu ist aber auch gut damit. Da wir reichlich Geld haben, will ich nochmal Techniker ausbilden. Ein Professor, Mining Expert. Ja, zwei Mining Experten. Zwei davon. Du machst mir zwei davon, zwei einen davon. Mehr haben wir nicht. Das war das. Hier kann man ein Upgrade sehen. Okay. Wäre ja zu überlegen, also doppelt so viel Speicherplatz, wenn man die Upgrades einhaut, wäre durchaus sinnvoll. Aber wir haben den Platz, wir haben die Ressourcen, also kann man auch Dutzende von Lagern hinhauen. Gleicher Effekt. So. Und weg damit. Was ist meine Aufgabe? Ein Labor bauen. Ein Labor. Dahin. Hier fehlt Geld. Schon wieder Geld. Immer das leidige Geld. Unglaublich. Ja. Dass es gar keine Möglichkeit gibt, die zusammenzustecken, ne, dass sie miteinander verbunden sind. Bei Planet Base war es ja auch so, man hat die Sachen einzeln hingeklatscht, aber man musste dann auch einen Tunnel dazwischen ziehen, damit die Leute da lang spazieren können. Von mir aus hätte man es auch hier lösen können, dass man einfach zwei Schichten hat, dass man sozusagen per Knopfdruck in die Unterschicht, also in den Boden, blenden kann und dort zieht man dann die Tunnel, dass man die einfach ausbaut. Oben drauf sind die Gebäude und unten sind dann die Tunnel, um die ganzen Gebäude zu verbinden. Tja. Oh, Standardtechniker. 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 Und wieder nicht genug Geld. Entweder haben die Nuclear Plants noch nichts hergestellt oder wir können das nur per Rakete verkaufen. Wir können es nur per Rakete verkaufen. Finde ich gerade sehr interessant. Da sind auch einige Sachen bei, die wir nur per Rakete verkaufen können. War vorher, glaube ich, nicht so.
Tschüss. Also man ist jetzt gezwungen, tatsächlich Raketen zu nutzen. Ist okay. Schön, dass sie es gemacht haben. Aber wir können auch bei dem ganzen kleinen Kram bleiben und damit einfach unsere Finanzprobleme lösen. Jo, alles in Ordnung. Passt. So, Geologiestation. Okay. Türmchen. Our researchers have found a derelict object in an impact crater real close to our base. Early analysis suggests that the object might be a probe from the Earth which has crashed. Let's conduct a thorough investigation of this object in our lab. Da wollte ich eben nicht das Fenster davor lassen, damit man den Text lesen kann. So. Kling. So, für die letzten Forschung fehlte noch Geld. Das haben wir jetzt auch. Mhm, mhm. Roger. 10-4. Roger. Roger. 10-4. Roger. 10-4. Ray Gun Turret. Wofür brauchen wir denn die? Da war gerade schon das Ding hier. Den da wollen wir als nächstes bauen. Damit wir dann in größeren Mengen was wegschicken können von den wertvollen Ressourcen. Na, 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 na. So, 2300, das reicht. Hui. Der Bereich ist ja freigeschaltet. Hier setzt man da hin. Da muss ich nicht ewig suchen. Kommen wir gleich vor der Nase. Oh, Raygun Turret, Military Base, Hotel, Observatory. Research results show research complete. Research complete. The Soviet TMK interplanetary spacecraft. Sounds almost unreal, right? It seems that there was a top secret Soviet manned mission to Mars in the mid 1970s. Research complete. The TMK mission was a manned Mars flyby mission and not an actual landing. They must have crash landed here. After a 10-month flight, the crew would drop remote controlled landers and then fling into an Earth return trajectory. Unfortunately, something went wrong and they never left Mars orbit. Their spacecraft have been losing fuel, ultimately deorbiting and crashing into surface. Then our investigation is over? Yes. All we can do is pay our respect to all the fallen cosmonauts. Good call, Chief. A reactor will instantly meet our energy demands. Good. This colony now looks more like a growing city and less like a truck stop. Now that our colony is growing, Mars has the potential to play a significant role in our future solar economy. This planet could serve as a stepping stone towards colonizing other worlds like Ganymede, Titan, and beyond. What are you trying to say, Mark? We should build a space elevator to Phobos. An excellent idea. Phobos is only 6,000 kilometers above us, and it's tidally locked to us, so that the same face is always pointing to the surface. Phobos is thought to contain considerable amounts of water, carbon, nitrogen, silicon, and several metals, which makes it a great source of materials. A space elevator would enable us to have frequent access to off-world resources and allow us to land more colonists and quickly transform Mars into a second home.
Well, who am I to argue? Let's build a space elevator.